Die Corona-Krise beschleunigt eine Grundtendenz, die ohnehin schon angelegt war, nämlich die Machtverschiebung weg von den USA hin zu China, weg von der totalen, unangefochtenen Supermacht USA zu einem Duopol auf Augenhöhe, könnte man sagen. Da findet eine Machtverschiebung statt, die jetzt durch die Corona-Krise evident wird und die jetzt auch wieder ein bisschen eskaliert und die Märkte reagieren drauf. Und das wollen wir uns im Einzelnen mal anschauen, was da der Fall ist. Wir sehen jetzt immer mehr Stimmen, immer mehr Medienberichte in China, die sagen, ja, also wir müssen diesen Deal mit den USA, den müssen wir jetzt vielleicht nochmal anders gestalten. Dieser Phase 1 Deal, der ist es ja wohl nicht mehr. Und man sagt, Washington kann sich gar keinen Wiederaufleben des Handelskriegs erlauben. Die sind jetzt in einer schwachen Position, die sind zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Und das zeigte, dass man jetzt ein bisschen in Peking Aufwind zu spüren meint und sagt, ja, die Amerikaner sind schwach. Jetzt können wir sozusagen unsere Position verbessern. Und da wird dann Trump attackiert und es wird gesagt, ja, die WHO hat dich bereits im Januar gewarnt, aber du hast nichts gemacht. Du hast das Virus verharmlost, jetzt hast du mehr als 80.000 Tote. Und sagst jetzt, das sei unsere Schuld, die Schuld der Chinesen. China wehrt sich ja mit allem, was man hatte, gewissermaßen gegen den Vorwurf, es sei ein chinesisches Virus, es sei in Wuhan entstanden, in diesem Labor, man habe hier versagt etc. Das alles sei nicht der Fall, so sagt China, und will damit eben diesen Reparationsforderungen der Amerikaner begegnen, die das Klima doch deutlich vergiftet haben. Aus chinesischer Sicht, man ist jetzt überhaupt nicht mehr sozusagen den Amerikanern irgendwie zugeneigt und sagt, wir könnten jetzt mal sprechen. Und hier sehen wir Donald Trump, der sagt, ja, die Coronavirus-Zahlen in den USA sehen deutlich besser aus per Twitter, aber ein eigenes Dokument des Weißen Hauses zeigt, dass es im Heartland, also im Kernbereichen der USA, damit ist auch der mittlere Westen gemeint, dass es da deutlich nach oben geht mit den Zahlen. Ja, es gibt viele Bereiche, vor allem New York, wo es nach unten geht, nachdem es krass nach oben gegangen war. Aber das ist sozusagen jetzt ein Problem, das die USA insgesamt erfasst. Und das erfasst auch das Weiße Haus. Immer mehr Fälle jetzt von Coronavirus-Infizierten im Weißen Haus. Mike Pence im Umfeld, selbst im Umfeld von Donald Trump. Jetzt hat der Trump eine Maskenpflicht im Weißen Haus verhängt. Das gilt aber nicht für ihn selbst und für Mike Pence. Er hat dann heute in einer Pressekonferenz, respektive heute Nacht, dann gesagt, ja, also die USA seien ja vorbildlich. Mit Deutschland hätte man die geringsten Todeszahlen pro 100.000 Einwohner. Stimmt nicht ganz. Es gibt viele Länder oder einige Länder, wie Österreich zum Beispiel, die eine geringere Todeszahl auf 100.000 Einwohner haben. Und die USA sind bei 24, Deutschland bei 9. Es gibt viele, viele Länder, die zwischen 9 und 24 liegen, wenn die Zahlen stimmen. Das ist ja immer eine große Diskussion, ob man damit überhaupt etwas anfangen kann. Also Trump ist ein bisschen unter Druck. Jetzt hat Fauci, der praktisch die Regierung maßgeblich hier berät, gesagt, ja, die USA sind vielleicht zu schnell mit diesen Wiedereröffnungen aus dem Lockdown. Das ist gefährlich. Das wird zu Leid und Tod führen, so Fauci, der das wohl heute erklären wird. Und Trump hat sich dann auch geäußert in einem Fox-Interview in Sachen China und hat gesagt, ja, also ich habe keine Bedürfnisse, diesen Trade-Deal, diesen Phase-1-Deal überhaupt nochmal zu verhandeln, dass wir da miteinander sprechen. Denn eines ist klar, die Ziele sind nicht erreichbar. Wir sehen hier das, was die Chinesen bisher gekauft haben aus den USA. Und das ist ja für Trump wichtig, denn seine Wählerbasis im Mittleren Westen, die Landwirte, die sind darauf angewiesen, dass diese chinesischen Käufe passieren. Sojabohnen ist einiges passiert, aber in vielen anderen Bereichen ist nichts passiert. Hier sehen wir, dass in etwa ein Zehntel dessen, was im Jahr 2020 stattfinden sollte, inzwischen passiert ist. Und wir sind ja schon auf dem Weg bald, dass die Hälfte des Jahres vorbei ist. Das heißt, das werden die Chinesen nicht erreichen. Jetzt hat China auch reagiert. Australien zum Beispiel fordert, dass man genau untersucht diese Herkunft des Videos, die Labortheorie sozusagen. Daraufhin hat China Einkommensstopps gegen verschiedene australische Schlachthöfe verhängt, ein Bann verhängt. Das hat die Futures nach unten gebracht. Und was die Futures auch nach unten gebracht hat, ist, dass Trump gesagt hat, wie ich oder beziehungsweise angeordnet hat, dass amerikanische Pensionskassen, Pensionsfonds
nicht in chinesische Aktien investieren dürfen. Also wir sehen das Ganze, das eskaliert jetzt so ein bisschen wieder. Es ist ja ein Jahrhundertkonflikt, der jetzt natürlich interessant wird wie ein Schachspiel, wenn der eine sehr stark mit sich selbst beschäftigt ist, während der andere aus dieser Selbstbeschäftigung schon rausgekommen ist und die Sache im Mindesten, wenn man den offiziellen Zahlen glaubt, was kein Mensch tut, aber dennoch scheint China derzeit weniger Probleme zu haben als die USA. In Wuhan allerdings sind wieder neue Fälle aufgetreten. Schauen wir uns hier mal an das Handelsvolumen zwischen den USA und China. Was die USA nach China exportieren, ist relativ konstant geblieben, aber was von China in die USA geht, ist geradezu abgestürzt. Das heißt, die Chinesen haben sich deutlich unabhängiger gemacht von dem Exportziel USA. Das war ja der wichtigste Exportmarkt für die Chinesen. Wir haben heute Verbraucherpreise und Erzeugerpreise gesehen, beides deutlich niedriger. Und vor allem die Erzeugerpreise, wie Sie hier sehen in der unteren Tabelle, korrespondieren mit den immer geringeren industriellen Profiten. Also wir sind hier schon in einer Situation, wo die Chinesen selber natürlich noch Probleme haben, aber sie sind aus dem Lockdown überwiegend raus. Sie haben also jetzt nicht die Situation wie die Amerikaner, dass die Produktivzentren wie zum Beispiel New York, wie die Westküste, da wo wirklich das BIP passiert, in diesen wenigen Bereichen, die so viel der Wirtschaft auf die Beine stellen, da ist es eben so, dass die Chinesen hier deutliche bessere Verteilung haben, deutlich weniger diese Zentren haben, damit sozusagen dann eben jetzt die Produktion wieder haben rauffahren können. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Jedenfalls sehen wir, dass deflationäre Tendenzen auch in China der Fall sind und wir werden bald auch durch die chinesische Notenbank dann Aktionen sehen, die darauf hinauslaufen, dass man die Geldpolitik lockert. Aber die Chinesen haben eben noch etwa 4% Spielraum, bis sie die Zinsen auf Null senken, was alle anderen ja schon letztendlich im Westen ausgeschöpft haben. Da sind die Zinsen bekanntlich ja schon bei Null. Kommen wir zu etwas völlig anderem, now to something completely different, nämlich zu dem Geschehen an den Märkten. Und das Interessante ist, dass das Geschehen an den Märkten, an den Aktienmärkten ja eigentlich nicht mehr viel mit Realität zu tun hat, aber nur noch mit Liquidität. Im Grunde könnte man sagen, die Aktienmärkte sind zu einer Wette auf Liquiditätsspenden der Notenbanken verkommen, die sich von der Realwirtschaft völlig abgekoppelt haben. Das will ich jetzt mal ein bisschen schlaglichtartig zeigen. Wir sehen hier, dass die amerikanischen Investoren überhaupt nicht pessimistisch sind. Hier eine Umfrage der New Yorker Fed. Dementsprechend erwarten die Amerikaner so viel wie noch nie, also die Dominanz derjenigen, die praktisch neue oder die davon ausgehen, dass die Aktienmärkte in den USA weiter steigen, die ist so hoch wie noch nie, absolutes Allzeithoch. Und das in einer Situation, wie die Rabobank schreibt, wo die Welt in Flammen steht in gewisser Weise, aber die Aktienmärkte feiern Party. Mal gucken, wie es weitergeht. Jedenfalls die FANG-Aktien gestern wieder mal auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Und wir werden gleich bei den Apple-Zahlen sehen, wie gerechtfertigt das ist. Der Nasdaq dann gestern sich diesem Gap aus dem Februar angenähert, nicht ganz erreicht. Aber wir sehen, das ist ein wichtiges Gap jetzt. Wir sind nur noch, oder sind 37% gestiegen vom Märztief beim Nasdaq. 6 Tage in Folge ist der Index positiv gewesen und jetzt eben kurz unter diesem Gap, unter diesem wichtigen Gap. Wir sehen, dass wir jetzt nur noch 5% unter dem Allzeithoch sind. Das ist einfach nur unglaublich. Aber es ist der Fall. Das ist vor allem unglaublich deshalb, weil die Gewinnerwartungen für den Nasdaq oder für die in den Nasdaq enthaltenen Werte weiter nach unten gehen. Keine Erholung zeigen, aber die Kurse gehen ständig nach oben. Wir sehen das zum Beispiel bei einer Apple, die geht immer weiter nach oben, obwohl die iPhone-Verkäufe dramatisch abstürzen. 77% weniger als im Vorjahr, jetzt im April, wie Insider sagen. Aber Hauptsache, der Kurs steigt, denn es ist ja so, wir brauchen keine iPhones mehr, und damit Apple Geld verdient. Naja klar, sie haben ein bisschen mehr Service jetzt. Mit dem iStore verdient man Geld, aber das kann nicht das kompensieren, was durch die iPhone-Verkäufe selber dann wegfällt, zumal dann weniger eben auch in dieser Infrastruktur sind, wo man die Herrschaften dann mit Apple-Produkten beglücken kann. Insgesamt gilt für den S&P 500, wir sind jetzt 28,8% gestiegen, während die Gewinnerwartungen um 16,2% gefallen sind. Und das ist nur möglich, dass das passiert, was durch diese Grafik erklärt wird. Hier die
Bilanzsumme der Notenbanken und die Aktienmärkte. Da ist eine gewisse Parallelität. Das zeigt, es ist eine Wette auf die Notenbanken und hat mit der Realität nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun. Ob das sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Wir sehen, dass bestimmte Sektoren unglaublich stark jetzt zulegen können. Information Technology, Communication Services und Healthcare, also Pharma, wenn man so will. Die haben ein unglaubliches Gewicht, fast so stark jetzt zu dritt zusammen wie im Jahr 2000. Es gibt ja im S&P 500 11 Sektoren. Diese drei Sektoren machen also jetzt schon mehr als die Hälfte aus. Das zeigt, was hier der Fall ist. Und es sind natürlich die Most Shorted Stocks, die letztendlich zu einer weiteren Rallye führen, also dass diejenigen eindecken müssen, die Short sind mit Positionen. Das erklärt das Geschehen. Aber es gibt Gegenwind. Wir haben die Buybacks haben deutlich nachgelassen oder werden deutlich nachlassen. Das heißt die Aktienrückkäufe. Und wir sehen, dass auch die Dividenden erstmal zurückgehen. Hier eine Projektion, was kommen soll an Dividenden. Da erwartet man jetzt zwei Quartale, wo letztendlich bis 2021 rückläufige Dividenden. Dann soll es angeblich wieder deutlich nach oben gehen. Und vielleicht mal hier verschiedene Typen des Recoveries, der Erholung. Wir haben ja die V-Erholung, die U-Erholung. Jetzt gibt es eine Swoosh-Shaped Recovery, eine Z-Shaped Recovery, eine W-Shaped Recovery und eine L-Shaped Recovery. Können Sie sich ja mal in Ruhe angucken, was das im Einzelnen bedeutet. Aber tritt das ein, werden wir solche Recoveries sehen. Schauen wir mal zum Beispiel an, was in amerikanischen Restaurants los ist in Staaten wie Tennessee, Texas und Georgia, die weitgehend schon wieder den Lockdown beendet haben. Da sehen wir, dass die Restaurantbesuche zum Beispiel marginal nur wieder angefangen haben. Da wird also sozusagen eine gewisse Vorsicht, eine Zurückhaltung bleiben. Das ist in den USA so, das ist auch in China so. Hier sehen wir, dass Restaurants auch in China nach wie vor nur etwa zu 50% genutzt werden im Vergleich zur Zeit vor der Corona-Krise. Schauen wir uns jetzt mal die Charts an, die hier in der Nacht in Asien produziert wurden. Was wir hier sehen, ist der Dow Jones. Da ging es heute Nacht eigentlich konstant nach unten. Trumps Äußerung in Richtung China, Chinas Reaktion mit diesem Bann australischer Schlachthöfe etc., Handelskriegthematik, das hat die ganze Geschichte ein bisschen verstärkt. Dann kam die typische Asienrampe, also das Hochziehen der US-Futures zu einem Zeitpunkt, wo keiner mehr praktisch handelt, in Anführungszeichen, wo die Liquidität also dünn ist. Jetzt sehen wir, dass es doch wieder etwas nach unten geht. Ein paar Pünktchen beim Dow Jones hier sichtbar in den Charts von Capital.com. Meine Damen und Herren, wir sehen den DAX bei 10.780 Punkten. Sehen den Nasdaq, der ja praktisch der Highflyer ist, bei 9.255. Und das amerikanische Crude Oil bei $25.21. Und der Euro, der konnte ein bisschen zulegen wieder heute Nacht. Jetzt allerdings wieder ein bisschen auf dem Rückzug, aber immerhin über der 1,08er Marke. Also, das ist jetzt die Situation. Wir sehen, dass dieser Handelskrieg jetzt die Märkte wieder beschäftigt. Dass wir heute im asiatischen Handel negative Kurse gesehen haben, hängt damit zusammen, dass diese Geschichte zwischen den USA und China praktisch letztendlich wieder auf eine erneute Konfrontation hinläuft. Diese Konfrontation können sich die Amerikaner derzeit kaum leisten. Das wissen die Chinesen. Die nutzen jetzt diesen Vorteil aus und sagen, dieser Phase-1-Deal, also das war nicht so gemeint und überhaupt nervt uns, dass ihr ständig hier mit Reparationsforderungen kommt. Das ist ungehörig, das lässt die Volksseele ein bisschen aufkochen. Im Reich der Mitte dementsprechend sehen wir da also wieder ein bestimmtes Potenzial. Mal schauen, wie heute die Märkte jetzt weiter agieren. Es ist ja relativ ruhig. Morgen Jerome Powell, Donnerstag die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Heute kommen Inflationsdaten aus den USA. Also es ist nicht so wahnsinnig viel jetzt an Konjunkturdaten. Die Berichtssaison ist weitgehend abgelaufen. Man ist jetzt so ein bisschen in einem Vakuum und wir werden sehen, wie dieses Vakuum gefüllt wird. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Start in diesen herrlichen Dienstag und sage Servus und Ciao.